Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Vlog im Mai. Ich möchte diesen Vlog nutzen, um das Mai-Vlog-Projekt einfach so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ein Fazit zu nennen, meine Pläne, meine Wünsche für die nächsten Wochen und Monate. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Peace, Alter! Der Mai-Vlog oder die Vlogs im Mai, die hatten wirklich sehr, sehr viele Klicks. Ich habe viele neue Abonnenten gewonnen. Es gab sehr, sehr viele Kommentare, was mich gefreut hat. Sonst war es eher ein bisschen ruhig unter meinen Videos, aber diesmal gab es wirklich viele Kommentare. Dadurch waren natürlich auch negative dabei. Ich habe ja auch Themen bewusst auch angesprochen, von denen ich wusste, dass es da sicherlich den ein oder anderen negativen Kommentar gibt, aber ich war halt ehrlich und ich war vorbereitet auf diese Kommentare. Ich habe halt in der Zeit gelernt, was ich an negativen Kommentaren abhalten kann, was nicht, wann es zu viel wird, wann ich mich da auch ein bisschen zurückziehen muss und nicht alle Kommentare lesen kann oder will. Aber im Großen und Ganzen hat es mir großen Spaß gemacht, das Vloggen an sich, aber auch halt einfach so der Kontakt zu euch. Ich habe euch dadurch ein bisschen besser auch kennengelernt. Und für diese erste Zeit mit Svea war es einfach die beste Möglichkeit, um auf YouTube präsent zu bleiben. Im April konnte ich euch noch füttern mit Videos, die ich vorgedreht hatte. Und jetzt im Mai war das Vloggen einfach die beste Möglichkeit, weil sie halt noch so unruhig war und ich nicht Zeit hatte, mich irgendwo in Ruhe zurückzuziehen und Videos zu drehen. Jetzt wird es besser, wo sie ruhiger ist, wo sie regelmäßiger schläft. Ja, also wirklich, es war die beste Variante und das würde ich immer so wieder machen. Ich habe so die Fälle gelassen. Die kaufen mehr Wasser. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass meine Community natürlich wächst, dass sie mit weiterhin mit so vielen tollen Menschen besiedelt wird. Ich möchte neue Projekte umsetzen. Als erstes ist dann natürlich das Unzensiert mit Frau Farbenfroh. Ich möchte neue Möglichkeiten für mich entdecken, die YouTube einfach auch bereithält. Und natürlich möchte ich mich weiterentwickeln. Außerdem wünsche ich mir für die Zukunft Toleranz unter meinen Usern und Verständnis. Die nächsten Wochen und Monate planen. Das ist natürlich das neue Format, was ihr schon kennengelernt habt, was ich schon erwähnt habe. Unzensiert mit Frau Farbenfroh, da könnt ihr mir nach wie vor Themenvorschläge schicken. Außerdem möchte ich ein bisschen persönlicher auch werden. Ich möchte ein Draw My Life machen. Ich möchte ein persönliches Q&A irgendwann in den nächsten Wochen realisieren. Ganz, ganz viele DIY-Ideen zu verschiedenen Gelegenheiten und Projekten stehen auch auf dem Plan. Take that moment.
Ich möchte mich einfach weiterentwickeln, ich möchte Neues entdecken. Auf meiner Wunschliste bei Amazon tummelt sich das ein oder andere neue Technikstück, was ich mir sicherlich auch zulegen werde. Wenn ihr Videowünsche habt, habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit, die unten in die Kommentare zu schreiben. Und außerdem würde mich interessieren, ob euch Videos zum Thema Einschulung interessieren. Also, wir sind zum Beispiel auf eine Schulanfangsfeier eingeladen. Vielleicht interessiert euch, was wir dort schenken. Und da meine Schwester ja angehende Grundschullehrerin ist, vielleicht habt ihr Lust auf so ein Q&A, wie man sein Kind am besten auf die Einschulung vorbereiten kann. Also schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich danke euch auf jeden Fall für den tollen Mai. Es hat mega Spaß mit euch gemacht. Vielen Dank für die vielen Klicks, für die Daumen hoch, für die Kommentare. Vielen, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch uns jetzt noch ganz viel Spaß in den nächsten Wochen und Monaten.